Die Phasen eines Krypto-Traders. Phase 1. Anfängliche Ignoranz und Desinteresse. Du erfährst erstmals von Bitcoin und Krypto. Deine Freunde erleben gerade ihren ersten Bullrun und erzählen dir begeistert von ihren Altcoins und Meme-Coin-Trades. Bitcoin dagegen gilt als langweilig, weil langsam keine Smart Contracts, keine lustigen Frosch- und Katzenbilder, keine NFTs. Du tätigst kein oder nur ein kleines Investment aus Interesse in Bitcoin und Krypto. Phase 2. Der Start deines ersten Bullruns. Wildes Trading mit Altcoins. Die Gier hat dich gepackt. Gefühlt bist du auf jeder Börse angemeldet, um den ersehnten Penny Stock Coin einzufangen. Besonders interessieren dich Videos mit Tipps für den nächsten 100x Altcoin. Diese Videos interessieren dich am meisten. Alle Krypto-Trader in deiner Bekanntschaft verzeichnen hohe Gewinne. Jeder ist gefühlt ein mega smarter Investor und auch du zählst dich dazu. Dritte Phase, der erste Bärenmarkt. 90% bis minus 99% Verluste der Altcoins. Bitcoin minus 60% Verlust innerhalb von nur 12 Monaten. Wie kann das sein? Die wenigsten Altcoin-Trader haben beim Hoch verkauft und hoffen verzweifelt wieder auf eine schnelle Erholung der gelisteten und geliebten Memecoin-Projekte, weil sie ja jetzt so verdammt billig sind. Du verlierst den Glauben an die Technologie und verkaufst schließlich alles. Langfristig gesehen stellst du fest, nahe beim Tiefpunkt. Du willst nie wieder etwas von Krypto wissen, viel zu spekulativ und unsicher. Nie wieder willst du etwas mit diesem Investment zu tun haben. Bis zum nächsten Bullrun. Phase 4. Beschäftigung mit Bitcoin. Zwischendurch studierst du Bitcoin, seine Eigenschaften etwas gründlicher. Du bist jetzt deutlich vorsichtiger und langfristiger ausgelegt. Du beginnst zu verstehen, warum Bitcoin langfristig die monetäre Freiheit verteidigt und dass wir gerade erst den Beginn in ein neues ökonomisches, freiheitliches Zeitalter sehen. Bitcoin ist dazu der Schlüssel. Jahrelang vergessene Bitcoin-Wallets bilden plötzlich deinen Grundstein für ein langfristiges Investment in Bitcoin und vor allen Dingen in Bitcoin-Wissen. Deine Zeitpräferenz verlagert sich weit in die Zukunft. Deine vergessenen Altcoin- und Bitcoin-Wallets bilden plötzlich einen signifikanten Teil deines Vermögens. Phase 5. Bitcoin-Maxi. Die letzte Phase der Transformation. Du erkennst den Wert von dezentralen, zensurresistenten digitalen Gold und insbesondere den Wert und die Bedeutung von Bitcoin. Das Interesse an Altcoins ist in erster Linie nur noch technischer Natur. Dein eigener Sparplan läuft in erster Linie auf Bitcoin-Basis. Mittlerweile hast du kaum noch Krypto-Coins und Bitcoin auf einer Exchange liegen. Du lagerst deine Coins lieber auf sicheren Hardware-Wallets, mit denen du dich bestens vertraut fühlst. Während du anfangs noch versucht hast, jeden deiner Freunde und Verwandte verzweifelt von Bitcoin zu überzeugen und zu bekehren, bist du jetzt deutlich zurückhaltender. Entweder jemand beginnt von sich aus eigenem Antrieb heraus, sich für Bitcoin zu interessieren, oder eben nicht. Es ist dir egal. Irgendwie hast du das Gefühl, erst am Beginn einer langen Reise der monetären Freiheit zu stehen. Dein Leben verändert sich allmählich zum Positiven.